Gerät zeigt Ihnen eine erforderliche Reinigung auf dem Display an. Insbesondere nach der Verwendung von milchhaltigen Getränkekapseln, wie zum Beispiel Chai Latte, wird jedoch eine tägliche Reinigung der Maschine mit der Reinigungskapsel empfohlen. Wenn Sie die Maschine nach Bedarf reinigen möchten, sind folgende Schritte erforderlich. Schalten Sie die Maschine zunächst aus. Halten Sie die Ein-Aus-Taste und die Spültaste kurz gemeinsam gedrückt. Das Symbol für den Vorgang Entkalken blinkt nun. Drücken Sie einmal kurz auf die Spültaste, um in den Reinigungsmodus zu wechseln. Drücken Sie erneut für mindestens 3 Sekunden die Spültaste, um den Prozess zu starten. Nun blinkt sowohl das Reinigungssymbol als auch das des Wassertankes. Anschließend bitte den Wassertank entfernen, reinigen und mit frischem Wasser auffüllen. Bitte setzen Sie den Wassertank wieder ein und stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf. Das Wassertanksymbol verschwindet und dafür leuchtet nun das Spülsymbol. Öffnen Sie den Hebel, legen Sie eine Reinigungskapsel ein und schließen Sie den Hebel wieder. Betätigen Sie nun bitte einmal die Heißwassertaste. Warten Sie 2 Minuten zum Einwirken der Reinigungsflüssigkeit. Die Maschine setzt nach 2 Minuten automatisch den Reinigungsvorgang fort. Das Wasser färbt sich dabei blau-grün. Sobald das Spülsymbol aufleuchtet, öffnen Sie bitte den Hebel, werfen Sie die Reinigungskapsel aus und schließen Sie den Hebel wieder. Bitte leeren Sie das Gefäß aus und stellen Sie es unter den Auslauf. Bitte betätigen Sie erneut die Spültaste. Bitte leeren Sie nun das Gefäß aus. Danach die Tropfschalen und den Kapselauffangbehälter herausziehen, ausleeren und reinigen. Bitte nehmen Sie auch den Wassertank ab, da der Spülvorgang sonst nicht beendet werden kann. Füllen Sie diesen gegebenenfalls mit frischem Wasser. Die Maschine schaltet sich automatisch ab. Wie bereits eingangs erwähnt, erinnert sie ihr Gerät automatisch an eine regelmäßige Reinigung im Display. Um den Reinigungsprozess nach Aufforderungen im Display zu starten, schalten Sie bitte die Maschine zunächst aus. Dann drücken Sie die Ein-Aus-Taste und die Spültaste gemeinsam. Ab hier können Sie mit dem Schritt Wassertank entfernen, wie oben beschrieben, fortfahren.